Recht herzlich willkommen zur Folge Nummer 27 von City Skylines. Ja, ich habe jetzt hier gerade schon die große Stadt als Ziel erreicht und das geladen und erreicht. Also es ist während kurz vor dem Speichern, nach dem Speichern ist es jetzt so, dass die große Stadt erschienen ist. Ja, ganz interessant. Wir können wieder uns erweitern. Wir haben neue Gebäude, Wasseraufbereitungsanlage und Krematorium. Ja. Und mehr ist eigentlich nicht, ne? Die nächste Stufe ist dann Solarkraftwerk. Ja, wenn man guckt, die vorherigen Stufen waren dann doch etwas komfortabler, hätte ich jetzt beinahe gesagt. Also größer. Aber die große Stadt ist jetzt so, ne? Ja, nächste Stufe 20.000. Großartige Stadt, ne? Okay. Gut. Das können wir dann mal hier noch einzigartige Gebäude gerade reinklicken. Da ist hier unten Statue des Wohlstandes wohl fast erreicht. 14.000 fehlen da noch. Und Geld. Und Errungenschaften haben wir. Okay, ja, City Planer etc. und so fort. Gut, haben wir das. Gut, müssen wir aber ganz andere Probleme hier lösen. Gut, hier unten müssen wir noch viel abreißen, sehe ich gerade. Das machen wir vielleicht mal als erstes. Da auch. Muss ich gerade mal gucken. Zoomen wir mal gerade einen Schritt rein, oder? Oh, jetzt hat er aber sofort ganz reingezoomt. So weit wollte ich nicht rein. Warum war das so gemacht? Dieses ist es auf jeden Fall. Hier haben wir auch noch ein kleines stehen. Hier oben fehlt es irgendwie an Müll ab, oder wie sehe ich das? Dann hatten wir kurz vor Ende der letzten noch ein bisschen Probleme. Was ist los? Ah, immer noch der Müll. Aber wir hatten aktiviert, oder? Sehe ich das? Unterhalt im Normalbetrieb. Und hier 9% voll. Entleerung. Dann entleeren wir mal nicht mehr, denke ich. Oh, das war jetzt das Falsche natürlich. Daneben ist es. Dann machen wir hier wieder normal, ne? Ach ne, das sind 91% und nicht 9%. Ja, okay, aber das geht ja erstmal noch. Wie sieht's hier aus? Gebäude leert sich bei 93%, auch schön. Ich glaube, wir haben das Problem, dass wir da gleich schon wieder eine neue Müllabfuhr bauen müssen. Das war die Müllverbrennungsanlage, genau. Hier ist das. Wohin, das ist hier die Frage, ne? Hier? Oder besser hier hinten mehr? Ich glaube, wir machen das mal hier hinten mehr, ne? Gut, passt. Aber die will jetzt wahrscheinlich auch noch irgendwie Wasser haben und so, ne? Passt. Und dann fehlt wahrscheinlich der Strom da jetzt gleich dran, ne? Oder? Will er keinen Strom haben? Wohl nicht. Sonst wird es ja schon laufen, oder? Gut, hier sieht es ja einigermaßen schick schon aus. So, hier können wir dann mal gerade wieder auf Entleeren gehen, denke ich mal. Und hier ist 84%, ja. Müsste eigentlich auch entleert werden, ne? Ach so, hier hatten wir noch unseren Bahnhof gebaut. Hatten wir da eine Bahnlinie noch angeschlossen? Ja, hatten wir. Die fährt hier unten lang, ne? Sind auch zwei Züge wohl unterwegs? Ne, sind mehrere Züge unterwegs. Hier rechts wartet einer, dass der da abbiegt und fährt dann rein. Okay, hohes Aufkommen hier, wie man sieht. Aber läuft. So, wie ist denn hier die Aufnahme? 47 pro Woche. Ja. Gut, da müsste dann überlegt werden, wie es da weitergeht in der Hinsicht, ne? Hier haben wir eine U-Bahn ohne Linie, oder wie sehe ich das? Ja, das ist aber ganz schlecht, ne? Die geht bis dahin und weiter nicht. Auch schön. Gut, dann sollten wir vielleicht mal schleunigst hier gucken.
Ja. Auch schön. Okay, die fährt bis hierhin. Dann will ich sie bis hierhin wieder fahren lassen und dann den Kreis schließen, gucken, ob das klappt. Irgendwie will das nicht, oder? Ist das hier nicht verbunden oder sowas? Ne, ich glaube, das ist schon verbunden, ne? Hier ist irgendwas faul, das ist schon mal definitiv klar. Kriege ich das jetzt weg? Das ist die Frage. Neue Linie hinzufügen steht da jetzt, ne? Neue Linie hinzufügen. Machen wir das doch mal gerade. Haltestelle hinzufügen. Und Haltestelle hinzufügen. So, wie sieht es jetzt hier aus? Haltestelle hinzufügen. Und Linie abschließen. So, jetzt hat es geklappt, oder? Aber die wird hier nicht angezeigt. Irgendwas ist hier falsch. Ich habe fast die Vermutung, dass hier eine Verbindung fehlt, eine richtige. So, jetzt sieht das auch besser aus. Kann das sein? Stadt braucht mehr Strom, ja. Aber ich brauche jetzt erstmal eine Haltestelle. So, jetzt fahren sie auch. Wenn mal jetzt nicht irgendwo was zu viel ist. So, 1228 Bürger pro Woche fahren mit dem Bus, 91 mit der U-Bahn, 52 mit der Eisenbahn. Und der Rest fehlt noch. Gut, haben wir aber erstmal. Gut, was fehlt, war Strom. Das machen wir als erstes mal jetzt. Ja. Ich weiß jetzt nicht, welche Nachteile das hätte, wenn wir hier ausbauen oder nicht ausbauen, ne? Aber 20 Megawatt sind da, ne? Was haben wir hier für ein eigenartiges Wasserkraftwerk? Okay. Lärmbelastung hat das, ne? Muss man das? Ach, guck mal, da ist es schon zu Ende. Okay, das würde man so bauen. Wäre 16 Megawatt. Nö, das ist mir ziemlich wenig, ne? Es hätte 0 Megawatt, also auch nichts Interessantes. Zweiunddreißig Megawatt, Aber ich weiß nicht, wie der Einfluss dann darauf wäre, dass die Landschaft sich dahinter verändert. So. Das ist ein Krematorium. Wie weit ist denn hier? Guck mal, dann machen wir das doch erstmal wieder weg. Gucken erstmal, wie voll der ist. Oh, zur Hälfte gefüllt, das geht also noch. Gut, was passiert hier zurzeit? Gebäude leert sich. Bei 86% sind wir da. Hier, Gebäude leert sich auch bei 88%. Und hier ist 93% voll. Und diese hier? 4% voll, okay. Gut. Ein abgebranntes Gebäude, ja. Da fehlen schon wieder Arbeiter, ne? Da hat es jetzt doppelt erwischt, das ist schade. Aber passiert schon mal. Ja. Da oben
Hier sind noch einige Häuser zum Abreißen wieder da. Hier war irgendwo auch eins, sehe ich jetzt nicht. Ne, da war's. Ja, wir müssen dann wieder weiter ausbauen. Glaube ich, zumindest. Ne, ich will hier so Stichstraßen ein paar machen. So, ne? Und da auch noch eine. Das überlappt. Das passt. So, und da kommen noch so ein paar Blocks dann hin. Damit wir noch Arbeiter kriegen, die... Sag schon, die... die Industrie bedienen, ne? Komm, machen wir mal so da eins rein, egal. Okay, das ist wieder mehr geworden dann. Die Müllabfuhr ist immer noch ein Problem. Dann sollten wir doch die Müllabfuhr noch ein bisschen ausweiten. Gut. Wie sehen die weiteren Probleme aus? Immer noch da Müllabfuhr. Hier könnte man natürlich auch noch gut eine Müllabfuhr irgendwie hinbasteln, ne? Kriegen wir da hinten eine Straße durch? Ne, da müssten die weg. Das ist doof, ne? Das geht aber. Machen wir mal so. Und weil es so schön ist, kommt da noch eine Mülldeponie hin. Zweimal. Gut, haben wir sie. Wie sieht das hier aus? Ärztliche Versorgung. Ist hier hinten äußerst schlecht. Würde dadurch nicht besser werden, weil... ja, machen wir dahin, ne? Dann sind die einfachen Arbeiter nachher aber gesund. Das brauchen wir noch nicht, haben wir gesagt. Feuerwehrtechnisch. Oder was ist das? Polizei, Feuerwehr. Müssen wir definitiv noch was machen. Auch wohl hier hinten hin. Zack, gleich daneben. Das sieht doch ganz gut aus, oder? Hier ist überall abgedeckt. Oh, hier fehlt an Wasser. Ach so, da ist eine Kläranlage, ne? Ne, die wollen wir nicht haben. Wir wollen erstmal eine Frischwasseranlage haben. Und die müssen wir wahrscheinlich noch anschließen, ne, oder? So läuft, oder? Ja. Obwohl, die nächste könnten wir auch auf dieser Seite vielleicht mal machen, ne? Müssen wir mal schauen. Gut, okay. Was möchte er da? Unfertige. Kann ich irgendwie... Ach so, da ist es. Okay. Gucken wir nochmal.
Verstehe ich jetzt nicht. Die fahren doch da alle lang, oder? Keine Ahnung. Wie soll ich das entfernen? Kann ich irgendwie nicht. Weiß ich nicht, wie das gehen soll. Also, vielleicht hiermit, ne? Haltestelle zum Verlegen ziehen steht da, ja. Super. Neue Linie hinzufügen, ja. Das war jetzt irgendwie doof, ne? Ne, da fahren noch welche, oder? Okay, das heißt, ich muss jetzt hier noch schließen. Und dann ist es okay, oder wie? Schon eigenartig. Okay. Ausgehende Verbindung zum Einsatz. Ja, aber wo erkenne ich, dass ich eine ausgehende Verbindung habe? Auch gut, ne? Naja, okay. Hier, da steigert sich alles. Das ist auch schon mal schön. Wie sah es mit der Bildung hier aus? Ein bisschen schlecht. Grundschule. Machen wir da hin, oder? Ne, hier ist gut. Da ist ein Park. Das funktioniert nicht so ganz. Machen wir sie doch da in die Grundschule. Fertig. Passt dann, oder? Gut. Aber dann würde ich auch sagen, soll es für die Folge wieder reichen. Ich bedanke mich recht herzlich fürs Zuschauen und würde mich freuen, wenn ihr das nächste Mal auch wieder mit dabei seid. Bis dann. Tschüss.